Hi Leute, ich stehe jetzt hier gerade vorm Martin-Luther-Haus und nehme diese Andacht hier auf, weil ich leider nicht da sein kann, wie ihr wahrscheinlich schon gemerkt habt. Jetzt gerade, wo ihr die Andacht seht, stehe ich wahrscheinlich im Edeka und räume, weiß nicht, Ketchup, Nudeln oder sonst irgendwas gerade in die Regale ein. Aber ich wollte euch trotzdem sehr, sehr gerne meine Andacht erzählen und deswegen stehe ich jetzt hier und nehme sie für euch auf. Mir ist nämlich letztens etwas klar geworden, und zwar, dass Gebete etwas bringen. Also Gott hört dir zu, egal wann, egal wo, und er versucht dir zu helfen. Oder auch wenn du ihm nur für irgendwas dankst, er hört dir wirklich zu. Und dazu würde ich euch gerne eine kleine Geschichte erzählen, seit wann mir das klar geworden ist. Und zwar, meine Mutter ist in letzter Zeit ziemlich gestresst. Und zwar, immer wenn wir irgendwie so ein bisschen reden wollen, dann schaukelt sich das manchmal so hoch und dann wird es immer lauter. Und dann sitzen wir da und dann habe ich irgendwie keine Lust mehr. Und das ist irgendwie so ein bisschen komisch für mich. Ich mache mich irgendwie auch sehr traurig. Ihr geht es auch in letzter Zeit nicht so gut. Sie ist sehr gestresst und ich will eigentlich, dass sich das ändert. Und dann auf der Norwegen-Freizeit gab es diesen einen Moment, der mir sehr viel bedeutet hat. Und zwar ist es nämlich, als Hendrik und Clara What Was I Made vorgespielt haben im Gebetskreis. Das war für mich so ein schöner Moment. Und der war für mich wirklich so besonders, dass ich jetzt am 9.10. einen Tattoo-Beratungstermin habe und mir hierhin What Was I Made For schreiben lassen möchte, weil mich das einfach an diese Freizeit erinnert, an diese schönen 2 Wochen. Und nach dieser Freizeit habe ich gebetet, beziehungsweise nach diesem Gebetskreis, dass Gott mal meiner Mutter helfen soll, dass vielleicht eine Person kommt, die ihr hilft oder sie hört irgendein Lied oder hört eine Andacht, ist bei einem Gottesdienst und irgendwie irgendwas hilft ihr. Und genau, letztens war dieser Moment. Und zwar nach dem letzten Jugendkreis, da war nämlich auch Colin da. Und da sind wir dann zusammen zu mir gefahren, er hat mich nach Hause gefahren. Wir wollten noch eine Runde spazieren gehen. Und dann habe ich ihn gefragt, ey, willst du nicht reinkommen, meine Mutter kennenlernen? Weil die kennen sich noch nicht, Mama weiß nur den Namen. Colin weiß, dass ich eine Mutter habe. Und dann sind wir halt reingegangen, saßen in der Küche und haben halt erzählt. Und Mama saß halt dabei und Colin hat erzählt von seiner Arbeit, von Freizeit, vom Urlaub, von sonst was. Und wir haben einfach geredet. Und ich habe Mama lange Zeit nie so lachen sehen, wie sie in dem Moment gelacht hat. Und das ist wirklich so schön, wenn ich daran denke. Ich muss jetzt schon wieder grinsen, weil das einfach so schön war, dieser Moment. Und ich kann es gar nicht genau beschreiben. Ich hab mich einfach gefühlt, als wäre Gott gerade in dem Moment da. Der hält die Hand über uns und hat mein Gebet gehört. Und hat jetzt vielleicht einen Startschuss gegeben. Dieser eine Moment war vielleicht nur der Anfang von etwas Großem. Oder bald fährt sie in Urlaub und da erfährt sie irgendwas Tolles. Ich habe irgendwie das Gefühl, da kommt jetzt irgendwas. Und da bin ich einfach Gott unfassbar für dankbar. Und da will ich euch einfach nur mit dieser Andacht mitgeben, dass Gott wirklich euch zuhört. Egal wo ihr seid, egal wann ihr das tut, egal wie ihr es tut, ob ihr die Hände faltet, ob ihr einfach nur die Augen schließt oder nach oben guckt in den Himmel. Er hört euch zu. Und er sagt nicht, vielleicht helfe ich euch, sondern irgendwann helfe ich euch, wenn ihr um etwas bittet. Also irgendwann kommt dieser Moment. Seien es wirklich Tage, Wochen, Monate oder vielleicht auch Jahre. Irgendwann kommt es aber. Und irgendwann merkt man, oh, das war wirklich Gott in dem Moment. Das war dieser Moment, wo Gott da war. Und das will ich euch einfach nur damit mitgeben, dass mir das aufgefallen ist und es einfach super schön ist, wenn man sowas denkt. Ich würde gerne noch mit euch beten. Ja, danke, Vater, dass du jedem von uns zuhörst, dass du jedem Einzelnen, der gerade hier ist, jedem Menschen, egal wann, egal wo, egal wie er betet oder irgendwas, zuhörst und ihm versuchst zu helfen, wenn er dich um was bittet oder du glücklich bist darüber, wenn er dich für etwas bedankt. Und dafür möchte ich dir einfach danken. Das ist Entschuldigung. super schön und super, super freundlich von dir. Ich würde jetzt gerne noch mit allen beten für meine Mutter, dass der Moment jetzt weitergeht. Dass es ihr bald besser geht, dass sie weniger gestresst ist, dass du ihr mehr schenkst und dass du einfach da bist. Amen. Ja.